und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Ich freue mich, dass du wieder hier dabei bist und wir gleich gemeinsam in die Karten schauen. Heute bekommst du Botschaften von deiner Seele. Was möchte sie dir hier übermitteln über dieses Orakel? Welche Botschaften hat sie hier für dich mitgebracht über die Karten und über meine Worte? Schau da mal, was da zu dir fließen möchte und suche dir da gerne einen der drei Stapel aus. Natürlich, wenn du dich nicht entscheiden kannst oder verschiedene Themen hast, die du beleuchten möchtest, dann schau dir auch gern zwei oder alle drei Stapel an. Ganz wichtig, nimm dir einfach das mit, womit du in Resonanz gehst und das, was nicht dazu passt oder wo du spürst, das ist nicht stimmig für dich, damit gehst du einfach nicht in Resonanz. Das darf weiterziehen, okay? So, und als Auswahlhilfe habe ich heute hier drei Federn. Und für Stapel 1 ist es diese hier. Alle irgendwann mal gefunden bei einem Spaziergang. Und diese für Stapel 2. Und diese hier für Stapel Nummer 3. Genau, schau, wo es dich hinzieht. Wenn du noch überlegen möchtest, ja, dann drück gerne nochmal auf Stopp. Ich fange jetzt mit dem ersten Stapel an. Hallo an dich, wenn du Stapel 1 gewählt hast und wir schauen mal, was sich hier für dich zeigt. Was ist denn wichtig für dich zu wissen? Wir haben das Thema Heimkommen. Und da geht es für dich darum, ja, dass du dich jetzt zurückziehst, wenn dir draußen alles zu viel ist. Es kann sein, dass du eine Sehnsucht verspürst nach Sicherheit, ne? Auch nach diesem sich zurückziehen, nach alleine sein oder ins geborgene, sichere Nest zurückkehren. Ja, vielleicht auch so eine Sehnsucht danach, nach Hause zu kommen oder diesen Ort, diesen Platz zu finden, wo du dich zu Hause fühlst. Es kann sein, wenn du nicht mehr oder gerade nicht an deinem Ursprungsheimatort bist oder bei deiner Ursprungsfamilie, dass du ein gewisses Heimweh hast, ja, dass du vielleicht gerade auf Reisen bist, vielleicht bist du ausgewandert, vielleicht bist du weggezogen, ja, vielleicht bist du einfach gerade unterwegs und es ist so ein gewisses Heimweh da oder einfach generell eben dieses Gefühl, irgendwo da dazugehören, hingehören zu wollen, ja. Einen sicheren Platz zu haben, einen Ort, wo man sich geborgen fühlt, wo man sich heimisch fühlt, so, ja. Genau. Und wenn dir im Außen alles zu viel sein sollte, ja, dann ist es die Botschaft, zieh dich ruhig zurück, suche dir einen sicheren Ort, nimm dir Zeit, dich in dein sicheres Nest zurückzuziehen. Vielleicht ist dir auch einfach wirklich gerade nicht nach Gesellschaft, ja, das kann auch ein Aspekt sein. Vielleicht brauchst du auch Unterstützung und darfst da die Familie um Hilfe bitten. Ja, und es geht darum, dass dich deine Familie jetzt unterstützt und für dich da ist. Ja, aber genau, es geht für dich rundherum um das Thema Heimkommen, Ankommen, sich geborgen fühlen, Schutz finden auch. Ja. Schauen wir mal weiter. Was sagt hier das Zauberwald-Orakel? Glaub an dich. Ja, und vielleicht fühlst du dich auch in einer Situation oder generell in deinem Leben gerade eben allein. Ja, und hast Schwierigkeiten, einfach dir selber zu vertrauen oder an dich zu glauben. Ja, vielleicht wünschst du dir gerade jemanden, der dich einfach unterstützt, der für dich da ist, ja, der dir Sicherheit schenkt, weil du sie in dir selbst gerade nicht finden kannst. Vielleicht wünschst du dir jemanden, der dich bestärkt, der dich motiviert oder der dich auch einfach mal in den Arm nimmt und sagt, hey, wir schaffen das schon oder du schaffst das schon, ich glaube an dich, ja. Und vielleicht darf ich jetzt dieser jemand sein, der dir sagt, hey, ich glaube an dich, ich glaube an dich, dass du schaffst, was du jetzt gerade schaffen musst, ja, dass du gerade die Probleme, die da sind, dass du sie lösen kannst. Und trau dich hier ruhig, um Unterstützung zu bitten, wenn du dich alleine nicht weiter wagst, ja, aber versuche auch, Glauben an dich zu finden, in dir zu entdecken, dir selbst zu vertrauen, auch zu erkennen, hey, du schaffst das, ja, du hast auch ein gewisses Heim in dir selbst, ja, also so denke an das Krafttier Schildkröte oder auch an die Schnecke, vielleicht zeigt sie sich ja hier noch, ich habe nachher auch ein Krafttier für dich gezogen, die ihr Zuhause immer mit sich tragen und es immer bei sich haben und so hast du auch einen Ort in dir, der dein Zuhause ist, ja, dein Körper ist der Sitz deiner Seele und du hast auch deine Seele in dir, dein höheres Selbst, was an dich glaubt, ja, an dich als Mensch, ja, mit all deinen Fähigkeiten, mit all deinen Themen, ja, glaub an dich, dass du alles schaffen kannst jetzt, was vor dir liegt, ja, was jetzt einfach als Aufgabe da ist. Schauen wir ins Orakel der inneren Stimme, Verständnis. Niemand möchte dich absichtlich verletzen.
Dann kann ich mir vorstellen, es gibt vielleicht Streitigkeiten in Beziehungen, in Freundschaften, vielleicht auch im familiären Bereich. Ja, und dass du dich deshalb vielleicht alleine fühlst, ja, weil es Konflikte gibt, weil es Missverständnisse gibt, weil es ja vielleicht in deiner Partnerschaft Probleme gab. Ja, vielleicht wünschst du dir deshalb oder so mit Mitbewohnern, ne? Deswegen, falls du eben gerade wirklich nicht zu Hause bist, bei der Familie, ja, oder bei Menschen, die für dich Familie sind, und du bist gerade woanders und da gibt es gerade vielleicht Streit oder Stress oder Probleme oder du wurdest vielleicht innerhalb der Partnerschaft verletzt oder fühlst dich verletzt, ja, oder wurdest vielleicht sogar verlassen oder ja, und hast eben jetzt diese Sehnsucht, wieder nach Hause zu kommen, zur Familie zu kommen oder irgendwo zu sein, wo du dich einfach sicher und geborgen fühlst, so nach dem, was jetzt geschehen ist, ja. Und dazu aber eben auch die Botschaft, glaub an dich, dass du damit umgehen kannst, ja, egal was hier geschehen ist, dass du das schaffen wirst, darüber hinwegzukommen, früher oder später, ja, aber dass es auch hier ein Thema gibt, wo näher hingeschaut werden darf, ja, wo es ein Verständnis geben darf, vielleicht auch einen Perspektivwechsel, eine neue Sicht auch auf das Gegenüber, ja, dass du erkennst, hey, ne, derjenige, was auch immer vorgefallen ist, hat es nicht bewusst deshalb gemacht, um dir zu schaden oder um dich absichtlich zu verletzen. Ja, es kommt dir vielleicht so vor, es fühlt sich im ersten Moment vielleicht so an, aber wenn du da genauer hinschaust, wenn du vielleicht auch noch mal ein Gespräch suchst oder wenn du dir erlaubst, einen anderen Blick auf die Situation zu bekommen oder dich reinzuführen in das Gegenüber, dann erkennst du mit Sicherheit, hey, okay, der andere hat auch nur auf die beste Weise für sich jetzt gehandelt. Und es hat nicht so sehr viel mit dir zu tun, aber es triggert eine alte Wunde an. Vielleicht deshalb auch das Familienthema, weil ein Punkt, ein Thema aus der Kindheit, aus dem Familienbereich vielleicht auch angesprochen wird. Schauen wir auf die Seelenforscherkarten und da haben wir das Lachen, nimm es mit Humor. Und da möchte deine Seele ja dir einfach als Botschaft auch mitgeben, bei all den Schwierigkeiten und bei all dem Schmerz, bei all den Verletzungen, die sich möglicherweise eben hier gerade zeigen, dennoch eben auch das Lachen nicht zu verlieren, ja, zu versuchen, es mit Humor zu betrachten, ja, wenn es möglich ist. Wenn du dich ein bisschen von dem Schock vielleicht erholt hast, je nachdem, wie gesagt, was passiert ist, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, vielleicht ist es bei jemand anders aber auch etwas, was einen großen Einschnitt bedeutet oder einfach wo eine größere Wunde aufgerissen wurde, ja. Und da braucht es sicherlich dann mehr oder weniger Zeit, um erstmal wieder damit zurechtzukommen oder wieder bei sich mehr anzukommen, ja, nachdem man sich hier vielleicht zurückgezogen hat und sich eine Weile regeneriert hat, ja, auch vielleicht mit lieben Menschen oder mit der Familie um sich herum. Genau. Und vielleicht helfen dir aber eben auch andere Menschen, zu lachen, ja, auch trotzdem Spaß zu haben, lustige Momente zu erleben, ja. Also sorg oder erlaube dir dafür, oder, nee, erlaube dir auch trotzdem Spaß zu haben, auch dir Momente der Freude, des Lachens, ja, zu kreieren. Und wenn da Menschen um dich herum sind, die dich gern zum Lachen bringen wollen, versuch dich darauf einzulassen. Ja, versuch auch den Humor an der Geschichte zu erkennen. Ja, wenn du dich ein bisschen rauszoomst, fällt es dir vielleicht leichter, auch ein bisschen darüber zu lachen. Weil wir finden häufig die Dinge, die uns geschehen und gerade die natürlich verletzend oder schmerzhaft sind, finden wir natürlich überhaupt nicht witzig. Ja, und vieles ist ja auch nicht in dem Sinne lustig. Aber häufig finden wir es deshalb nicht so lustig, weil wir so sehr da mit all dem verstrickt sind und weil da diese Wunden aufgerissen werden und weil wir es persönlich nehmen, ja, weil wir es so, so persönlich alles nehmen. Und wenn wir es schaffen, uns da ein bisschen zurückzunehmen und eben die Dinge weniger auf uns zu beziehen, uns weniger mit all dem zu verstricken und zu verbinden, fällt es uns ja möglicherweise leichter, es gar nicht so an uns ranzulassen, so ernst zu nehmen. Und wir können irgendwann, vielleicht nicht im ersten Moment, aber irgendwann können wir vielleicht auch wieder darüber lachen. Ja, vielleicht möchte deine Seele dir hier auch einfach sagen, hey, ja, im Moment mag es schmerzhaft sein, aber irgendwann wirst du darüber lachen. Ja, irgendwann wirst du es einfach verstehen, dass es gar nicht so dramatisch war oder ja, du wirst vielleicht die Wahrheit dahinter erkennen. Schauen wir hier noch auf eine Lichtkarte aus meinem Licht- und Schattenorakel. Da zeigt sich der Herzensweg. Ja, vielleicht führt dich ja das, was gerade geschehen ist,
mehr auf deinen Herzensweg, direkter auf deinen Herzensweg. Vielleicht ist das jetzt ein erster Schritt, der dich dorthin führt. Ja, es kann sein, dass etwas passiert ist, was dich zu einer Entscheidung bringt oder sogar zwingt, einen neuen Weg einzuschlagen. Und das wird der Weg deines Herzens. Ja, vielleicht ist etwas geschehen, wo du jetzt sagst, so, und jetzt höre ich endlich auf mein Herz. Jetzt folge ich endlich dem, wo es mich schon immer hinzieht. Jetzt traue ich mich. Vielleicht auch nachdem du ihm diese gewisse Zeit hier wieder in deinem Nest oder in der Heimat oder mit der Familie verbracht hast, dass du auch erkennst, wo dein Weg tatsächlich hinführt oder was als nächstes zu tun ist. Ja, vielleicht gehört aber auch grundsätzlich diese Erfahrung, die du machst, zu deinem Herzensweg dazu und zu deinem Heilungsweg auch. Genau, also so oder so. Ist alles genau richtig, wie es gerade passiert. Ja, es dient dir und dem Weg deines Herzens. So, dann kommen wir mal zu dem Krafttier. Bin ich gespannt, was zeigt sich die Giraffe? Bedächtig und gelassen reagieren. Ich glaube, das passt hier auch ganz gut. Und die Giraffe ist ja eben auch ein Tier, was für den Überblick steht. Ja, sie hat so einen weiten Blick über alles. Und das ist genau dieses Thema mit dem etwas persönlich nehmen oder zu nah dran sein an der Sache, ja, zu sehr verstrickt sein. Und die Giraffe hat so einen gewissen Abstand zu den Dingen, ja, weil sie einfach mit dem Kopf weit oben drüber hinweg schwebt, sozusagen. Und sie sieht einfach viel, viel mehr, ja, in der Ferne insgesamt. Und sie kann sich einfach einen, jetzt muss ich einen Schluck trinken. Die kann sich einfach einen viel besseren Überblick verschaffen, ja, weil sie diesen Abstand hat. Dadurch entdeckt und sieht sie vielleicht auch Dinge, die ja jemand, der hier unten ist, also der am Boden ist oder also am Boden der Tatsachen oder einfach näher am Geschehen, so, ne, sieht vielleicht Details in der Ferne nicht. Das heißt, sie sieht das große Ganze. Und das ist eben genau das, wenn du das große Ganze erkennst, ja, wenn du dich ein bisschen rausgezoomt hast, wenn du einen Weitblick hast und nicht so nah dran bist, also wenn du nicht mit dem Gesicht direkt vor der Tür stehst und dann einfach nur siehst, dass da eine Holzwand vor dir ist, aber du erkennst nicht, dass es eine Tür ist, durch die du hindurchgehen kannst, weil du zu nah dich davor stehst, ja. Und wenn du dann ein paar Schritte zurückgehst, dann wirst du sehen, oh, das ist ja eine Tür und die kann ich öffnen, wenn sie auf ist, und kannst hindurchgehen, ja, also so. Und dann, wenn du diese Schritte zurückgemacht hast, würdest du vielleicht auch drüber lachen. Also wenn du dir das mal vorstellst, wirklich, ja, du stehst total dicht, also so dicht, wie es geht, du berührst mit der Nase diese Holzwand und du denkst, oh mein Gott, hier ist eine Blockade, ich komme hier nicht vorbei, ich bin hier eingesperrt, es geht hier nicht weiter, es gibt hier keinen Weg vor und so, ja. So, aber wenn du dann zurücktrittst und gehst ein paar Schritte rückwärts und du siehst, ah, okay, es ist ja eine Tür und da ist ein Griff und ich kann hier durchgehen und dann wirst du über dich selber lachen, weil du vorher gedacht hast, dass da kein Weg raus ist und dass alles aussichtslos ist und total verloren. Aber mit Abstand hast du halt gesehen, oh, ist ja gar nicht wahr und ich kann ja hier einfach rausmarschieren, ja. Und so ist das häufig in unseren Situationen auch, dass wir einfach viel zu dicht drin sind, viel zu verwoben mit dem ganzen Geschehen, es zu persönlich nehmen und dadurch dann auch die Lösung nicht sehen, ja. Und dann, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dann können wir über uns selbst lachen, so wie sehr wir uns damit identifiziert haben oder was für ein Riesendrama wir aus einer Kleinigkeit gemacht haben. Genau, also bedächtig und gelassen reagieren, ja, bedeutet einfach auch, dass du dir eben Zeit nimmst, dass du reflektierst, ja, dass du Abstand gewinnst und dass du jetzt vielleicht auch nicht Hals über Kopf etwas sagst oder eine Entscheidung triffst, sondern wirklich erstmal in Ruhe oder in die Ruhe kommst auch und dann ganz ruhig und gelassen eine gute Entscheidung treffen kannst. So, und dann kommt noch eine Affirmation, die du gerne für dich mitnehmen kannst und es ist, ich bin Licht und Schatten und das ist okay. Ja, also du darfst dich auch annehmen mit deinen Schattenseiten, ja. Du hast lichtvolle Aspekte, du hast Schattenaspekte, so wie jeder von uns. Schattenaspekte zeigen wir natürlich nicht so gerne und man sieht häufig die Schattenaspekte nicht von den Menschen, sondern nur von Menschen, mit denen man sehr nahe ist, ja. Deswegen kann es dann natürlich auch immer zu Verletzungen und Missverständnissen und Enttäuschungen kommen, ja. Häufig Menschen, mit denen wir nur oberflächlich Kontakt haben oder so, sehen uns häufig nur von der besten Seite. Und unsere Schattenseiten, ja, das trifft dann nur wirklich den engsten Kreis, ne? Partner, Kinder, Familie, enge Freunde, mit denen man viel Zeit verbringt, Mitbewohner vielleicht, ne?
So, und deswegen jeder hat seine Schattenaspekte, jeder hat schwierige Anteile, hat seine Themen, hat seine Problemchen, seine Schmerzpunkte, seine Wunden. Genau, und das darfst du an dir auch erstmal einfach annehmen. Ja, auch du bist Licht und Schatten und das darf genauso sein und du darfst auch alle Aspekte von dir in die Arme schließen, annehmen, integrieren, da sein lassen. Ja, und du darfst auch beides sein. Es ist total in Ordnung. Ja, also du musst auch nicht so tun, als wenn du nur Licht bist und sondern darfst auch wirklich ja erkennen, ja, ich bin auch Schatten und das ist in Ordnung, weil jeder auch Licht und Schatten ist. Genau, so wild sind das deine Botschaften. Ich hoffe, es dient dir. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn du magst und wenn du Interesse an meinen Angeboten hast, findest du dort alles auf meiner Webseite, schau dich da gerne mal um. Vielleicht ist da was für dich dabei. Du findest einige der Kartendecks in meinem Shop und kannst auch einen Kurs gerne buchen, wo du selber lernst, solche Karten zu gestalten. Ja, kannst auch Kartenlegen lernen, dein eigenes Business aufbauen. Da unterstütze ich dich auch. Oder wir können gemeinsam Kakao trinken, kostenlos in der Gruppe oder auch 1:1 in einer persönlichen Zeremonie. Genau, schau dich einfach um, wenn du Fragen hast, melde dich gerne und ich freue mich, wenn du hier beim nächsten Video wieder mit dabei bist und dann schicke ich dir liebe Grüße und mach weiter mit Stapel 2. Willkommen an dich, wenn du Stapel 2 gewählt hast und wir schauen auf deine Botschaften. Was zeigt sich denn da für dich? Wunder und Magie. Hey, alles ist jetzt möglich für dich. Ja, du darfst darauf vertrauen, dass sich jetzt alles fügt. Ja, wenn du denkst, hey Mensch, wie soll das denn jemals klappen, ja, oder ich brauche jetzt ein Wunder, hier kommt es, ja. Also hier können sich jetzt wirklich einfach die Dinge auf eine ganz glückliche, vielleicht auch unerwartete Weise für dich fügen. Ja, du wirst Führung und Schutz erhalten durch deine Seele auch. Sie wird dich führen, sie wird dich leiden und begleiten, ja. Und du darfst auch darauf vertrauen, dass du beschützt bist gerade, ja. Und du darfst auch den Zauber im Unscheinbaren entdecken. Also vielleicht wird etwas geschehen, womit du eben gar nicht gerechnet hast oder wo du nie gedacht hättest, dass das dein persönliches Wunder wird oder dass das die Lösung deines Problems ist. Vielleicht ist es was ganz Kleines, was ganz, ja, also etwas, wo du gedacht hättest, ach, das sozusagen, das war der Schlüssel die ganze Zeit, ja. Also ja, lade das Wunder ein, hier wird sich etwas auf magische Weise jetzt für dich tun und verändern. Und wir schauen mal auf die weiteren Botschaften. Gib nicht auf. Ja, bleib auf jeden Fall am Ball. Ne, die Hoffnung jetzt auf keinen Fall aufgeben. Auch nicht verzagen, nicht verzweifeln. So, ja, du siehst hier, ein Wunder ist jetzt möglich. Glaub einfach daran. Ja, glaub daran, dass ein Wunder möglich ist und dass du sozusagen im letzten Moment gerettet wirst. Ja, es ist ja ganz, ganz häufig so, dass uns im letzten Moment, wenn wir wirklich denken, Mensch, jetzt muss aber wirklich was passieren, dass es dann auch kommt. Ja, dann kommen die richtigen Menschen oder es kommt plötzlich wieder Geld, wenn wir Geld brauchen oder ein Angebot, eine Möglichkeit, eine Tür, die sich öffnet, irgendwas, eine Veränderung, irgendwas, womit man gar nicht gerechnet hat. Ja, aber vertrau darauf, dass das passieren wird und dass das so sein kann. Es zeigt sich die Lebensaufgabe. Was möchtest du in der Welt bewirken? Wenn das dein Thema gerade ist, dass du dich das fragst oder beziehungsweise dass du danach suchst, warum bist du hier? Was ist deine Bestimmung? Was ist vielleicht deine Berufung? Was ist deine Lebensaufgabe? Ja, dann kannst du einmal die Zeit nehmen und wirklich darüber reflektieren, darüber nachdenken, was du gerne in der Welt verändern möchtest, bewirken möchtest. Ja, wenn es keine Grenzen gäbe, wenn es kein Wenn und Aber geben würde, ja, wenn alles möglich wäre. Was würdest du dann gerne in der Welt verändern und bewirken? Ja, was stört dich am meisten in der Welt oder an den Menschen? Oder ja, wo sagst du, hey, da brauchen wir unbedingt etwas, eine Veränderung? Ja, und da bist du dann auf der Spur, dass du möglicherweise genau dafür da bist. Und ne, sei es mehr Liebe in die Herzen bringen, die Herzen zu öffnen, die Menschen einander näher zu bringen, zu verbinden, Frieden zu schaffen, etwas für die Kinder, für die Tiere, für die Natur zu tun. Ja. Und das kannst du dann auf vielfältige Art und Weise tun. Und wenn dir vielleicht bewusst ist, was dich am meisten stört in der Welt und was du gerne verändern möchtest, dann bekommst du möglicherweise auch neue Ideen und Impulse und Eingebungen und wirst auch geführt,
zu den richtigen Orten, Menschen, Situationen, wo du dann merkst, ah ja, das ist mein Weg, das werde ich jetzt tun. So, dann zeigt sich der Herbst. Jetzt ist die Zeit, das Alte loszulassen. Ja, also hier gilt es auch, etwas hinter dir zu lassen jetzt, ja, was du für deinen weiteren Weg nicht mehr benötigst. Also wenn sich jetzt etwas oder auch jemand aus deinem Leben verabschieden möchte, wenn du spürst, es ist Zeit für einen Neubeginn oder für einen Wandel, dann stell dich nach Möglichkeit auch nicht dagegen, sondern lass es ziehen. Ja, vertrau da auch dem Leben, dass das, was jetzt geht oder was jetzt zu Ende geht, was sich verabschiedet, dass du das eben auch in der Zukunft nicht mehr brauchst, sondern dass da jetzt Platz gemacht wird für was Neues, für etwas Besseres, für den nächsten Schritt, die nächste Stufe, die nächste Erfahrung, den nächsten Lebensabschnitt. Ja, genau, also da kommt was Neues, wenn du bereit bist, das Alte gehen zu lassen. So, dann haben wir noch. Nur dieser Moment zählt. Genau, ist quasi die Gegenkarte zu Vergangenheit, ne? Es ist mein Licht- und Schattenorakel. Da habe ich immer die Licht- und Schattenthemen so gewählt, dass sie so zusammenfassen. Und also der Gegenpart hier ist Vergangenheit. Und mit dem Loslassen, ne? Halte nicht eben zu sehr an der Vergangenheit fest. Die Vergangenheit ist vorbei. Ja? Es geht für dich darum, in die Zukunft zu gehen, den jetzigen Moment zu zelebrieren, zu leben, zu genießen, ja, und nicht an Altem festzuhalten. Und das ist eben genau das, ja. Mach dir immer wieder bewusst diesen Moment, das Hier und Jetzt, das Heute, das, was jetzt ist, ja, und halte eben nicht an etwas fest, was schon nur noch eine flüchtige Erinnerung ist oder was sich eben jetzt verabschiedet, ja. Du wirst es nicht festhalten können und es wird nur sehr schwierig werden, es wird schmerzhaft werden, je mehr du daran festhalten möchtest, ja, sondern lass es aus deinen Händen gleiten und komm in diesen Moment an, ja, genieße den Augenblick und fokussiere dich, wenn überhaupt, lieber auf die Zukunft als auf die Vergangenheit, ja, weil die kannst du nicht mehr festhalten, du kannst sie nicht verändern, aber du kannst in diesem Moment etwas tun für eine schönere Zukunft. Das Krafttier, was dich begleitet, was jetzt zu dir kommt, ist die Gans. Und sie möchte dich, da, wie sagt man, sie möchte dich, jetzt fehlt mir wieder das Wort, naja, sagen wir, daran erinnern oder dazu motivieren, unbeirrbar und beharrlich zu bleiben, was ja auch zu gibt, nicht aufpasst, ja. Bleib auf deinem Weg, ja, bleib dran, gib nicht auf, geh weiter. Und bleib beharrlich, wirklich. Bleib unbeirrbar auf dem Weg, den du dir ausgesucht hast. Ja, hier deine Aufgabe, deine Mission. Ja, wenn du sie für dich erkannt hast, wenn du sie für dich herausgefunden hast, dann gehst du ja, wahrscheinlich weißt du es schon, weil ja hier auch liegt, gib nicht auf. Deswegen bist du sicherlich schon auf einem Weg oder auf einer Spur. Und vielleicht ist es schwierig, vielleicht ist es herausfordernd, vielleicht kommen keine Ergebnisse, vielleicht bist du unsicher, vielleicht kommen da immer wieder Zweifel und Ängste. Ja, und die Botschaft ist aber, bleib dran. Bleib hier unbeirrbar, halt an dem fest, woran du glaubst, ja. Folge deinem Pfad, gib nicht auf, bleib beharrlich dabei. Und eine Affirmation, die dich unterstützen kann, die du dir gerne mitnehmen kannst. Ich bin stets achtsam mit meinen Worten. Ah ja, und ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um die Kommunikation mit anderen. Aber sicherlich auch, da kannst du das natürlich auch für dich mitnehmen. Es ist auch immer gut, in Gesprächen, in Kommunikation mit dem Außen, mit anderen Menschen, mit dem Gegenüber auch stets achtsam mit den Worten zu sein. Aber ich glaube, bei dir geht es auch darum, die Worte, die du für dich selber wählst, in deinen Gedanken auch, ja, oder wenn du selber sprichst über etwas, haben deine Worte auch Kraft und Magie. Und wenn du zum Beispiel so sprichst, ja, ach, es ist alles so schwierig, so anstrengend oder ach, das wird wahrscheinlich nie was oder ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug. Ja, sowas natürlich. Damit kreierst du ja auch eine Wahrheit dahinter, ja, wenn du das aussprichst, wenn du das immer wieder sagst, wenn du vielleicht auch Dinge immer wieder aussprichst, die eher negativ oder so sind, dass sie dich zurückhalten, dass du dich selber damit klein hältst oder dich selber damit limitierst. Also versuche, wenn du Ziele hast und wenn du etwas erreichen möchtest, auch daran zu glauben, dass es möglich ist und auch so zu reden und zu kommunizieren und auch in deinen Gedanken solche Gedanken zu wählen, solche Worte zu wählen, die bestärkend sind, die motivierend sind, die bekräftigend sind,
ja, die einladend sind und nicht etwas von dir fernhalten, was du gerne anziehen möchtest. Ja, also beobachte da gerne wirklich mal, welche Worte verwendest du, mit denen du eigentlich genau das Gegenteil anziehst, was du erreichen möchtest. Und welche Worte kannst du vielleicht stattdessen wählen? Ja, welche Affirmationen kannst du vielleicht auch für dich nutzen, die kraftvoll sind, die stark sind, ja, die dir helfen zu erreichen, was du gerne erreichen möchtest oder mehr ins Vertrauen zu finden. Und wenn du mit anderen über dich oder über deine Projekte oder generell über irgendwas sprichst, zu versuchen, aufbauende Worte zu verwenden, ja, positive Worte. Genau. Ja, das kommt mir dazu und vielleicht dient es dir. Ich hoffe es jedenfalls. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Also das waren jetzt heute die Botschaften, die ich und die Karten und deine Seele hier für dich haben. Genau, ich hoffe, es dient dir. Und wenn du an meinen Angeboten interessiert bist, findest du dort alles auf meiner Webseite. Persönliche Readings, die Kartendecks, Online-Kurse. Ich habe auch einen kleinen Kurs, der dir zeigt, wie du solche Karten zum Beispiel selber gestalten kannst. Ja, schau da gerne mal vorbei. Und dann schicke ich dir liebe Grüße, wünsche dir noch einen schönen Tag, entlasse dich jetzt hier in deinen weiteren Tag. Ja, wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tun möchtest und mach jetzt weiter mit dem dritten Stapel. Hallo an dich, wenn du Stapel 3 gewählt hast und wir schauen, was zeigt sich denn hier für dich, der Seelengarten. Und da geht es darum, Energie zu tanken, ja, dich auszuruhen. Vielleicht bist du gerade sehr gestresst. Am Limit oder es ist viel zu tun, ja, oder du bist, vielleicht bist du auch emotional traurig. Ja, da hilft Zeit in der Natur oder in deinem persönlichen Seelengarten. Ja, das muss gar nicht ein Ort draußen sein. Es kann sein, dein eigener Garten, wenn du einen echten Garten hast. Ja, mach ihn zu deinem Seelengarten. Mach dir dort eine schöne Ecke, wo du es richtig, richtig schön hast, wo du die Seele wirklich baumeln lassen kannst. Oder suche dir so einen tollen Kraftort in der Natur oder vielleicht hast du auch so einen Ort. Dann wäre es jetzt wunderbar für dich, diesen Ort häufiger aufzusuchen oder viel Zeit dort zu verbringen, so viel es dir möglich ist. Und wirklich die Seele baumeln zu lassen, ja, deine Gedanken schweifen zu lassen, nichts zu tun. Inneren Frieden zu finden, ja, Seelenbalsam. Aber das muss auch gar nicht dieser Garten sein oder ein Ort in der Natur, ja, sondern vielleicht geht es für dich generell darum, einfach etwas zu tun, was Balsam für deine Seele ist, ja. Ein wunderschönes Buch zu lesen, ja, wo du eintauchen kannst in eine schöne Geschichte, die Balsam für deine Seele ist. Etwas schönes Essen, ja, was Balsam für deine Seele und für deine Geschmacksnerven ist. Eine schöne Massage, ein gutes Bad, vielleicht aber auch ein Bad im See, ja, im Fluss oder was auch immer du vielleicht für Möglichkeiten hast im Meer, das kann auch Seelenbalsam sein. Schöne Musik, ja, also etwas für die Sinne, dich kreativ ausleben, ja, etwas, was dir gerade inneren Frieden schenkt, meditieren auch, ja, Bewusstseinsarbeit, Kakao trinken, ja, genau, das kann dir Energie und Frieden einfach gerade schenken. Vielleicht ist dein Thema auch Kommunikation mit Naturwesen, ja, also auch mit ihnen zu sprechen. Das können auch Tiere sein, das können die Pflanzen sein, es können wirklich die Naturgeister auch sein, ja, die Geister, die Spirits der Pflanzen. Mama Kakao ist auch ein Naturwesen, ja, mit der man kommunizieren kann, wenn man sie konsumiert, wenn man sie trinkt, ja, diese Naturmedizin. Genau, und all das, also generell einfach mit der Natur, mit ihren Wesen jetzt in Kontakt zu kommen, vielleicht wirklich auch zu kommunizieren, Botschaften zu empfangen, Energie zu empfangen. Ja, das muss ja auch gar nichts Großes sein. Du kannst auch einfach einen Stein, den du findest, der dich anspricht, in die Hand nehmen und dir vorstellen, wie die Energie von diesem Stein auch in dich fließt und dir etwas Gutes tut, einen Baum berühren, eine Pflanze an einer Blüte. Schnuppern, ja, Schmetterlinge beobachten, so all das führt natürlich auch dazu, dass du mit der Energie dieser Wesen der Natur in Kontakt, in Berührung kommst und dort auch ein Austausch stattfindet. Ja, sobald du deinen bewussten Blick auf etwas richtest, findet ja auch ein Energieaustausch hier statt. Ja, also das kann dir jetzt einfach sehr helfen. Natürlich gibt es auch den Seelengarten in deiner inneren Welt, den kannst du auch aufsuchen, ja, wenn du gerade im Büro sitzt und es ist gerade alles stressig und nervig, dann kannst du auch kurz die Augen schließen oder kurz rausgehen in die Kaffeeküche oder auf Toilette oder wo auch immer und dich kurz verbinden mit deinem inneren Seelengarten und einmal kurz dir vorstellen, wie du vielleicht
auf einer Schaukel an einer großen Eiche sitzt und aufs Meer blickst oder mit der Schaukel über dem Meer mit den Füßen im Wasser, ja, was auch immer dir gerade gut tut, einfach mal durchschnaufen und ganz kurz die Seele durchatmen lassen. Ja, das kann dir einfach helfen. So, dann haben wir aus dem Zauberwald-Orakel die Botschaft: Für dich ist gesorgt. Ja, also mach dir keine Sorgen um die Zukunft. Vielleicht ja, machst du dir gerade Gedanken, oh je, was soll nur werden? Ja, was passiert in der Zukunft? Wie wird es sein? Werde ich immer alles haben, was ich brauche? Vielleicht gibt es hier finanzielle Nöte, Sorgen, Ängste, ja, oder materielle Art eben, ja, aber du darfst darauf vertrauen, dass du immer, immer vom Leben das bekommst, was du wirklich brauchst. Und du kannst natürlich auch darum bitten. Ja, du kannst auch Mama Natur, Pachamama, das Göttliche, ja, Gott, das Universum, das Leben selbst. Du kannst einfach auch jeden Tag, jeden Morgen darum bitten, dass du stets alles bekommst, was du wirklich brauchst, ja, das für dich gesorgt ist. Oder vielleicht noch besser, dich dafür bedanken. Hey, ja, liebes Universum, liebe Seele, ich bedanke mich von Herzen dafür, dass stets für mich gesorgt ist und dass ich immer alles haben werde, was ich gerade brauche. Materieller Natur, aber auch was Erfahrungen angeht oder was emotionale Werte angeht. Genau, schauen wir weiter ins Orakel der inneren Stimme, die Eigenverantwortung. Nur du kannst dein Leben verändern. Ja, deine Seele möchte dich darauf hinweisen, nur du hast dein Leben in der Hand. Ja, die Entscheidungen für dein Leben, die triffst ganz alleine du. Und es ist deine Verantwortung, was du aus deinem Leben machst, was du aus deiner aktuellen Situation machst, wie du mit Dingen umgehst. Ja, es ist deine Verantwortung. Und wenn dir etwas nicht gefällt, dann kannst nur du jetzt Entscheidungen treffen, die etwas verändern. Du kannst natürlich auch darauf warten, dass das Außen Entscheidungen trifft. Vielleicht, dass der Chef Entscheidungen trifft, die in deinem Sinne sind oder irgendwelche Kollegen oder deine Freunde, Partner, Familie. Also das Außen, ja, du kannst darauf warten, dass das Außen endlich in deinem Sinne handelt. Du kannst aber eben auch in die Eigenverantwortung kommen und selbst Entscheidungen treffen. Ja, oder einfach dich mit dir beschäftigen, dich auf dich zurückbesinnen. Ja, wenn du das Gefühl hast, das Außen stresst dich oder andere Menschen sind daran schuld, dass du gerade so viel zu tun hast oder so gestresst bist oder dass es dir nicht gut geht. Es ist deine Verantwortung, für dich zu sorgen. Ja, oh hey, das passt auch dazu. Für dich ist gesorgt und du darfst auch für dich sorgen. Du darfst dafür sorgen, dass für dich gesorgt ist. Ja, das passt ja auch super schön dazu. Genau, also sorg auch gut für dich selbst. Ja, guck, Verbindlichkeit, triff eine Entscheidung, ja oder nein. Und du hast jetzt die Verantwortung für dein Leben. Wie soll es weitergehen? Ja? Wie soll es jetzt weitergehen an dem Punkt, wo du bist? Welche Entscheidung möchtest du jetzt gerade treffen? Und spür da in dich rein. Ja? Manchmal, wenn man sich nicht entscheiden kann, so will ich das jetzt, will ich das jetzt nicht. Manchmal ist es besser, erstmal keine Entscheidung zu treffen, bis man sich wirklich sicher ist. Manchmal ist es aber auch gut, auch wenn man sich noch nicht sicher ist, endlich eine Entscheidung zu treffen, damit es weitergehen kann, ja. Also schau mal, wie es bei dir ist, ob du gerade irgendwo zwischen den Stühlen hängst und ob du wie blockiert bist und es gerade in deinem Leben einfach nicht weitergeht, weil du weder Ja noch Nein sagen kannst. Ja, dann wäre es gut, damit du weiterkommen kannst, endlich eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht hast du Angst, diese Entscheidung zu treffen, weil du eben nicht weißt, wie wird dann die Zukunft, ist dann für mich gesorgt, ja. Vielleicht geht es um eine berufliche Veränderung, den Job hinter sich zu lassen, einen beruflichen Neubeginn zu starten, der mit Risiken verbunden ist, der unsicher ist. Vielleicht geht es auch darum, eine Beziehung zu beenden, zu verlassen, eine neue einzugehen und dabei nicht zu wissen, ey, wird da auch für mich gesorgt sein, ne? Vielleicht gerade, wenn man in einer Ehe ist, wo man lange zusammen war und wo der andere immer für einen gesorgt hat. Und jetzt ist man aber vielleicht unglücklich und man möchte eigentlich gehen, aber man weiß nicht, wie soll denn für mich gesorgt sein, wenn jetzt der Versorger dann nicht mehr da ist, dann muss ich ja für mich selbst sorgen. Ja, aber vielleicht geht es genau darum, das zu lernen auch, ja, die Eigenverantwortung zu übernehmen, nicht mehr abhängig zu sein von jemand anderem, der für dich sorgt, ja, in welcher Form auch immer. Vielleicht geht es darum, jetzt wirklich für dich selbst zu sorgen, ja, dass du auch unabhängiger einfach wirst, dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst. Genau, schauen wir weiter. Die Verbundenheit. Ja, es geht auch darum, sich zu verbinden und vielleicht hier mit diesen Naturwesen aber auch, ja, vielleicht dich mit der Seele, mit deiner Seele, mit dir selbst zu verbinden, ja, für dich zu sorgen, mit dir verbunden zu sein, in Kontakt zu sein, ja, aber natürlich auch mit anderen.
vielleicht durch diese verbindlichen Entscheidungen auch mehr Verbundenheit zu spüren. Ja, weil wenn du wirklich Ja sagst zu einer Beziehung, zu einer Freundschaft, ja, zu einer Verbindung, zu einer Community, zu einer Gemeinschaft, wenn du wirklich verbindlich Ja sagst mit all seinen Konsequenzen, die das nach sich bringt, dann kann aber auch echte Verbundenheit entstehen, ja, Zuverlässigkeit, aufeinander sich verlassen können. Und dann kann man auch gegenseitig für sich sorgen. Ja, ist das auch ein Thema? Und dann schauen wir auf ein Krafttier, was jetzt an deine Seite kommt, die Maus. Geschickt improvisieren. Haben wir zwei Nagetiere hier in der Legung. Vielleicht laufen dir die auch über den Weg, ja, dann kannst du auch an diese Legung denken. Also die Maus möchte dich inspirieren, jetzt auch geschickt zu improvisieren. Also spontan zu reagieren, zu schauen, hey, was ist gerade da? Ja, und dann mit den Möglichkeiten, die du gerade hast, eben zu spielen, zu jonglieren, spontan zu reagieren auf das, was das Leben dir gerade anbietet. Ja, improvisieren, also spontan sein. Ja, also schau wirklich, ja, was kann ich jetzt gerade tun? So, was, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? So, was könnte ich einfach ja, machen, auch um mir selbst zu helfen oder um die Situation zu verbessern? Ja, da darfst du dein Köpflein ein bisschen anstrengen und kreative Ideen auch hervorlocken. Ja, dafür ist die Maus da, um dich dabei auch zu unterstützen, jetzt einfach tolle, spannende Lösungen zu finden, die super kreativ sind. Ja, also einfach ja, mit dem wenigen, was da ist, vielleicht auch etwas ganz Tolles, Neues erschaffen. Naja, und schauen wir noch auf die Affirmation. Es ist okay, wenn mich nicht jeder versteht. Ja, die darfst du auf jeden Fall für dich mitnehmen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, vielleicht in Bezug auf die Entscheidung, die du treffen darfst und Eigenverantwortung. Ne? Nur du kannst dein Leben verändern, nur du triffst die Entscheidungen für dein Leben, nur du musst mit deinen Entscheidungen im Frieden sein. Ja? Und es ist total okay, wenn andere deine Entscheidung, sofern es wirklich das ist, was du möchtest und von Herzen, von deinem Herzen kommt, ja, wenn es dein Weg ist, den du jetzt gehen möchtest, wenn du dir ganz sicher bist, einen bestimmten Weg gehen zu wollen, ja, dann kannst du ja zu dir und zu deinem Weg sagen und es muss nicht jeder dann das verstehen. Ja, also gerade, ne, zum Beispiel, wenn es darum geht, den Partner zu verlassen, weil du einfach spürst innerlich, das ist jetzt dran, so, ne? Du bist nicht mehr glücklich oder du spürst einfach, dein Weg geht alleine weiter, er geht in eine andere Richtung weiter, ja. Dann muss der andere das nicht verstehen. Ja, es ist wichtig, dass du verstehst, warum du Dinge machst. Man kann natürlich versuchen, ja, so gut es geht, dem anderen das zu erklären und seinen Standpunkt deutlich zu machen, aber manchmal, je nachdem, wie offen dann der andere auch dafür ist, das jetzt verstehen zu wollen. Ja, es kann natürlich auch beruflicher Natur sein, dass vielleicht die Kollegen nicht verstehen, wenn man da weggehen möchte oder dass man einfach mal eine Auszeit braucht, ja, oder was auch immer. Und das ist total okay. Also dich muss nicht jeder verstehen. Wichtig ist, dass du dich selbst verstehst und dass du weißt, was du möchtest und warum du Dinge tust. So, das ist die Hauptsache. Und dann kannst du versuchen, anderen das zu erklären und es eben deutlich zu machen. Ja, aber wenn du da auf Granit oder taube Ohren stößt oder auf Unverständnis, dann ist das so. Also mehr als für dich selber einstehen und deine eigenen Entscheidungen treffen und dann versuchen, es deutlich und plausibel zu machen. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Aber wenn es dann eben nicht verstanden werden möchte, dann ist das auch in Ordnung. Und dann, ja, dann muss man eben damit leben, dass einen eben nicht jeder verstehen kann oder will. Genau, aber das sollte dich nicht davon abhalten, entsprechend die Entscheidungen für dein Leben jetzt zu treffen, die du jetzt eigenverantwortlich gerne treffen möchtest, ja, also auch nochmal vertrau darauf, für dich ist gesorgt, egal was du jetzt entscheidest, ja, finde Kraft, Erholung, Inspiration in der Natur, in schönen Erfahrungen, genau, das ist auch ganz wichtig für dich. Ja, und sieht auf jeden Fall so aus, als wenn es eine sehr spannende Zeit für dich jetzt gerade ist und ja, ich wünsche dir da ganz, ganz viel Glück und Erfolg und alles Liebe und wenn du dir hier noch persönliche Unterstützung wünschst, vielleicht, dass wir nochmal persönlich auf ein Thema hier schauen oder auf das Thema schauen in einem Reading, was nur für dich ist, wo wir noch mal tiefer reingehen können, ja, oder in einer 1:1 Kakao-Zeremonie, wo wir mit Mama Kakao zusammenarbeiten können und uns deine Themen anschauen oder das, was jetzt gerade dran ist, kannst du dich gerne melden. Ich habe auch ein Kursangebot, Kartendecks. Genau, schau dich einfach mal um und wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Dann freue ich mich, wenn du im nächsten Video wieder mit dabei bist und schick dir bis dahin
Herzliche Grüße und sage bis demnächst, bis ganz bald.